So, ich versuche mich gerade zu erinnern, wo wir vorgestern aufgehört haben. Ich glaube, wir hatten kurz in Tidyverse reingeschaut und haben uns so ein paar der allerersten Sachen angeschaut. Und ich hatte Ihnen gesagt, dass wir mit diesen Enhanced-Daten arbeiten werden, die wir uns jetzt mal genauer anschauen werden. Und dann können wir danach nochmal kurz zurückgehen zu der Hausaufgabe, die ich Ihnen gestellt habe. Aber ich fange mal mit denen hier an. Sie erinnern sich, ich wollte Ihnen das Tidyverse zeigen, was, wie gesagt, ein Teil von R ist, der irgendwo in den letzten 5, 6 Jahren zu R hinzugefügt wurde. Das heißt, wenn Sie, also das sage ich Ihnen deshalb dazu, weil wenn Sie irgendwie im Web Tutorials finden und so weiter, werden Sie also merken, dass R ein bisschen unterschiedlich erklärt wird, je nachdem, ob das Tutorial aus den letzten paar Jahren stammt oder älter ist. Und wir schauen uns jetzt natürlich die moderne Art und Weise an. In der Praxis stößt man häufig genug auf alten Code, sodass man auch die alten Methoden kennen muss, wenn man wirklich viel mit R arbeitet. Aber für den Zweck dieses Kurses wollen wir jetzt nicht R komplett mit allen Facetten und Merkwürdigkeiten lernen, sondern einfach einen Teil raussuchen, der eben gut funktioniert. Und das nehmen wir dieses Tidyverse. Das Buch hier hatte ich Ihnen ja am Anfang schon mal empfohlen, als eines der drei Bücher, in denen Sie was nachschlagen können. Das ist also geschrieben von Hadley Wickham und zwei Kollegen von ihm. Der Wickham ist derjenige, der also dieses Tidyverse vorangetrieben hat und entwickelt hat. Und bevor er das Tidyverse gemacht hat, hat er eine Plotting Library entwickelt, die eben dazu dient, Daten zu visualisieren. Die nennt sich ggplot und die werden wir heute auch benutzen. Also der Wickham ist jemand, der uns häufig begegnen wird. Der hat so die letzten 10 Jahre seines Lebens hauptberuflich daran gearbeitet, R voranzubringen, und darum stößt man auf den die ganze Zeit und hat eben auch dieses Lehrbuch geschrieben, um zu zeigen, wie also sein aufgebessertes R funktioniert. Wenn Sie sich das durchschauen, werden Sie es feststellen, teilweise orientiere ich mich ein bisschen an seinem Lehrbuch, teilweise an den anderen beiden, die ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, wann immer Sie irgendetwas genauer wissen wollen, können Sie das in den drei Büchern ganz gut nachschlagen. So, ich hoffe, Sie haben alle es geschafft, Tidyverse zu installieren, sodass, wenn Sie jetzt hier auf Ihrem R-System einfach eintippen, Library Tidyverse, dass sich dann das Tidyverse auch lädt. Hat irgendjemand Probleme mit Tidyverse-Installation gehabt? Gibt es irgendjemanden, bei dem das hier nicht funktioniert? Gut, dann kann man ja gleich anfangen. So, die erste Schwierigkeit, die wir haben, die ist eigentlich eine Trivialität, aber erfahrungsgemäß tun sich da doch gerade bei den Anfängern viele Leute schwer, und das ist Daten auf seinem eigenen Computer durch die Gegend schieben. Die Beispieldaten, die wir verwenden, die können wir jetzt runterladen von der Webseite von diesem Enhanced-Projekt. Aber wir brauchen dafür zwei verschiedene Tabellen und die muss man zusammenfügen. Und wie man Tabellen zusammenfügt, will ich Ihnen erst nächste Woche erklären. Darum habe ich das schon mal vorbereitet und Sie können das selber runterladen. Und zwar, wenn Sie hier auf die Webseite gehen, dann finden Sie hier, wo habe ich denn das hingetan? Oh je, ich habe den Link vergessen. Ah ja, hier, genau. Dann können Sie hier diesen Link hier, den ich da hineingetan habe, den können Sie jetzt mal in Ihren Browser eintragen. Ich kopiere den einfach mal schnell rüber. Ich habe ihn leider vergessen, klickbar zu machen. Und wenn ich den hinkopiere, zumindest bei meinem Computer, lädt er das dann sofort runter. Bei anderen von Ihnen macht das vielleicht in Excel auf oder macht Ähnliches am Schluss. Wir wollen das als eine Datei auf dem Bildschirm haben. Bei mir, wenn ich da jetzt draufklicke, dann macht er das Ding, glaube ich, auf in LibreOffice, was dieses Linux-Alternative zu Excel ist. Und da sehen Sie, der will noch irgendwas speichern. Da sehen Sie, wie das ausschaut. Das ist also eine Textdatei, in der einfach Zeilen per Text geschrieben ist, genauso wie wir das auch mal machen. Und die einzelnen Tabellen sind durch Kommas getrennt. Das muss ich ihm hier sagen, dass ich die durch Kommas getrennt haben möchte und nicht durch Tabs. Und dann kann ich das in Excel laden. So, ich will sie aber gar nicht in Excel laden, ich will sie in R laden. Das heißt, ich gehe auf meine R-Session und type und schreibe das entsprechende Kommando in R. Und das heißt read CSV. CSV ist die Abkürzung für Comma-Separated Values. Also einfach eine Textdatei, wo die einzelnen Tabellenspalten durch Kommas getrennt sind. Es gibt auch noch read TSV, da sind sie durch Tabs getrennt sind. Die nicht wissen, was ein Tab ist, erkläre ich irgendwann später mal. So. Und jetzt muss ich hier den Dateinamen angeben
Und bei mir geht das, und das ist jetzt irgendwas, was die Leute immer etwas in Schwierigkeiten versetzt, bei mir geht das so, weil ich habe hier ein Linux-System. Ich fange an mit einem Schrägstrich, der sagt, das ist jetzt mein Wurzelverzeichnis, und da in den Heimatverzeichnissen, und das heißt bei mir Home, und dann, wenn ich jetzt nochmal Tab drücke, also das ist die Tab-Taste, na, kommt der jetzt wieder, dann, komm her, ach, blödes Ding, einen Moment, probieren wir es nochmal. Oh ne, habe ich den Adapter dabei? Hier mache ich mit Adapter. Okay, während ich das hier zum Laufen bringe, können Sie schon mal versuchen, die Datei runterzuladen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Gibt's doch nicht. Blödes Ding. Jetzt wieder da. Okay. Da ist nämlich irgendein Wackelkontakt. Also, bei mir, ich erkläre es Ihnen gleich, wie es bei denen von Ihnen geht, was anderes haben. Sie wissen ja, wenn auf einem Computer mehrere Personen einen Account haben, dann hat jeder Benutzer hat seinen eigenen persönlichen Bereich, das sogenannte Heimatverzeichnis oder Home Directory. Und das befindet sich in einem großen Überordner. Auf Linux-Systemen und auf Macs auch heißt der Überordner Home. Auf Linux-Systemen heißt er Home. Auf Mac heißt er, glaube ich, Users. Und auf Windows heißt er Benutzer. Oder je nachdem, ob Sie es auf Deutsch oder Englisch haben. Also ich fange also an. Ich tippe ein Anführungszeichen. Dann tippe ich einen Schrägstrich, um zu sagen, ich will am Anfang anfangen. Drücke Tab. Wähle hier die Heimatverzeichnisse aus. Home oder Benutzer oder Users oder persönliche Daten. Öp. Ach, jetzt hat der hier, danke. Er hat jetzt hier gemörert, nicht gemörert. Wo ist das? Displays. Mörering, gleich. It changes, it's... Der macht mich noch narrisch. So. Also. Nochmal, ich fange mit meinem Schrägstrich an, drücke Tab, sehe hier als Home meine Heimatverzeichnisse, die eben auf Windows, glaube ich, Benutzerverzeichnisse heißen oder persönliche Daten, oder weiß jemand von euch, wie das heißt auf Windows? Sie werden es selber sehen, sehen wir gleich. Dann wähle ich hier jetzt mein Unterverzeichnis an, anders, dann finde ich hier mein Download-Verzeichnis, wo mein Webbrowser alles untermacht, und da kann ich jetzt anfangen, nhanes.csv, und hier finde ich die Datei. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann erscheint die Tabelle hier. Das ist jetzt primitiv, aber erfahrungsgemäß macht es immer ein bisschen Probleme. Deshalb probieren Sie das jetzt alles und wir machen erst weiter, wenn jetzt fast alle die Daten geladen haben. Für die beiden, denen es nicht zeigt, zeige ich Ihnen noch die andere Sache. Hier sehen Sie einen Knopf, der ist Import beschriftet. Den kann ich auch klicken. Da sage ich Import mit Reader. Das ist ein bisschen blöd beschriftet, aber mit Reader soll bedeuten mit Tidyverse. Und dann suche ich mir hier jetzt meine Datei raus, indem ich hier auf Downloads klicke oder wo immer ich das hingespeichert habe. Da jetzt meine Enhanced-Datei finde, in meinem Chaos von viel zu viel Zeugs hier. IJKLM Enhanced. Open. Und jetzt sehen Sie, schreibt er hier auch das hin. Read CSV, Download CSV. Und hat hier auch eingegeben, dass die Sachen mit Kommas getrennt sind, die einzelnen Tabellen. Und den Rest kann ich auch so lassen, wie es ist. Und wenn ich jetzt hier auf Import drücke, dann macht er das auch. Und hat mir hier unten auch die entsprechende Datei hier reingeschrieben. Und Sie sehen, das, was hier jetzt entstanden ist, schaut genauso aus wie vorher, nur hier, ich habe hier mit Slash, also zu einem Wurzelverzeichnis angefangen, und der hier hat angefangen in meinem Benutzerverzeichnis. Jetzt probieren Sie das mal, dass Sie schauen, dass Sie die Datei auf die Weise geladen und angezeigt bekommen. Wer Probleme hat, meldet sich bitte. Dann machen wir jetzt kurz 2 Minuten Pause, bis das alle haben. Das ist wohlgemerkt primitiv, aber irgendwie klappt es meistens bei den meisten Leuten auf dem ersten Versuch nicht. Darum schauen wir mal kurz. Wer hat es denn schon? Wer hat die Datei schon geladen? Gut, dann schauen wir mal. Dann suchen wir mal hier, wo die Leute alle hängen. So, Sie haben die schon, sehe ich.
Bei Ihnen klappt es auch, gell? Ja. Was ist denn, wird denn unten angezeigt? Ach so, das ist meine Datei, darum sehen wir es nicht. Read CSV, Klammer auf. Anführungszeichen. Schreibstrich. Und jetzt Tab drücken. Nein, Tab. Das ist die Tab-Taste. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der jetzt hier ihre Sachen hingetan hat. Genau, Dokumente und Einstellungen ist das Windows-Äquivalent zu Home. Sehe ich hier gerade. Nochmal Tab drücken. Und jetzt Ihren User ausnutz suchen. Mal etwas loggen. Nochmal Tab drücken. Und downloaden. Und nochmal Tab drücken. Nochmal Tab drücken. Schrägstrich drücken. Tab drücken. Was haben wir jetzt hier gemacht? Jetzt passiert. Machen wir das mal schnell so groß, dass man auch was sieht. Das Fenster. Ja. Wenn mal alles weg ist, ja. Nochmal Tab drücken, Downloads, nochmal, ach doch, da war was, war bloß langsam. Jetzt warten, dann auch drücken N, dann zeigt er Ihnen nur die an, die mit N anfangen. So, wie sieht es bei Ihnen aus, haben Sie die Tabelle geladen? Ja. Was haben Sie jetzt rüber kopiert? Ja, aber Sie haben ja einfach meine Datei rüber kopiert. Bei mir ist sie ja da gar nicht. Also Read CSV dann. Anführungszeichen tippen. Also ich erkläre es nochmal für alle. Okay, ich sehe schon, ein paar Leute haben nicht ganz zugehört. Nochmal ganz von vorne. Und zwar achten Sie bitte darauf, was genau ich tippe, welche Taste ich drücke. Und die Vorabsache. Die Tab-Taste, wann immer ich Tab sage, meine ich diese Taste hier, die sich auf meiner Tastatur auf dem linken Rand befindet, über Caps Lock. So, haben wir hier schon wieder ein... So komme ich doch heute nicht voran. Kleinen Moment. Stöpsel um. Okay, das wird heute nichts mangels... Gibt's doch nicht, der muss doch hier funktionieren. Was ist jetzt diesen HDMI-Port? Also, falls das jetzt irgendjemand die Aufzeichnung liest, das Problem ist, dass der Beamer immer aussetzt. Settings. Nicht schon wieder. Okay. Also nochmal, alle kurz hinhören. Ich tippe genau Folgendes. Ich tippe Read CSV mit einem Unterstrich, Klammer auf, Anführungszeichen, Schrägstrich. Soweit tippe ich. Read CSV, Anführungszeichen, Schrägstrich. Und dann drücke ich die Tab-Taste. Und dann erscheint hier dieses Menü mit allen Verzeichnissen, die ich in meinem Wurzelverzeichnis habe. Und da suche ich mir aus für die Linux-Benutzer Home, für die Windows-Benutzer Dokumente und Einstellungen oder Einstellungen Dokumente oder sowas. Und für die Mac-Benutzer heißt es, glaube ich, Benutzer. Da klicke ich, jetzt drücke ich Enter, jetzt steht das hier. Jetzt drücke ich nochmal Tab. Und dann wähle ich aus mein Home-Verzeichnis anders. Dann drücke ich nochmal Tab und wähle aus Download. Ich kann auch einfach tippen D und dann zeigt er mir alles an, was mit D beginnt. Und da finde ich jetzt dann Enhance. Und das Entscheidende ist immer Tab drücken. Das ist allgemein so eine Regel, die werden wir noch öfter haben. Diese Tab-Taste ist wichtig. Wann immer Sie wissen wollen, dass Ihnen R vorschlägt, wie Sie weitermachen können, drücken Sie die Tab-Taste. Und wenn das alles fertig ist, dann drücke ich Enter und dann stehen die da.
Wer ist denn schon soweit? Wer hat die Tabelle geladen? Ja. Ach so, für diejenigen, die auf dem Server arbeiten, also auf dem Papagei-Server, da läuft es natürlich ein bisschen anders, weil wenn Sie das auf Ihrem Browser runterladen, ist die Datei auf Ihrem Verzeichnis. Also nur für die, die auf Papagei arbeiten, zeige ich nochmal schnell, wie das da läuft. Da sind Sie ja hier auf diesem Papagei 8765. So, und damit ich das jetzt hier laden kann, was ich machen muss, ist, dass ich hier auf die Files-Pane gehe und erst einmal muss ich die Datei hochladen auf, von meinem eigenen Computer auf Papagei. Da klicke ich hier auf Upload, wähle hier die Datei an, wo immer ich sie habe. Hansel, Moment, nochmal. Hier unten muss ich auf Browse klicken. Sorry, das war der falsche Knopf. Dann kann ich hier auf Downloads gehen, meine Datei suchen. Nicht die hier, sondern die andere. MN. Und dann kann ich, und dann drücke ich auf OK und dann erscheint sie hier in dem File Pane. Und jetzt kann ich sie hier natürlich auch laden, indem ich sage, read CSV, Klammer auf, enhance, und dann erscheint sie hier. Aber die Leute, die also auf dem Server arbeiten, müssen in ExtraScript machen, die Datei erst von ihrem eigenen, erst auf ihren eigenen Laptop runterladen und dann von dem auf den Server schieben. Das betrifft aber nur die 10 von Ihnen, die auf dem Server arbeiten. So, wer hängt jetzt noch? Bei Ihnen klappt's? Bei Ihnen klappt's auch? Was? Wo hängt's bei Ihnen? Also es kommt halt immer ein Error, wenn ich das versuche zu laden. Probieren wir nochmal. Also read CSV Tab. So, jetzt auswählen. Also Sie haben mit dem Schrägstrich angefangen. Jetzt nehmen wir hier Ihre System Users. Geben Sie mal selber weiter. Tab. Nein, Tab. Das ist die Tab-Taste. Nochmal Tab. Downloads. Okay, dann ist unser Dokument. Nochmal Tab drücken. Es ist unter N, muss es sein. Lass sie mal kurz suchen. Klappt es bei Ihnen? Also mein Laptop ist abgeschmiert, weil da keine, weil die Ladung halt ist. Ach so, ja, das ist blöd. Ja, deswegen schreibe ich mir hier das Ganze alles mit und mache das dann zu Hause. Werden Sie machen. Sie können sich auch irgendwo versuchen, da oben hinzusetzen. Irgendwo gibt es eine Steckdose an der Wand. Okay, dann gehen wir mal so rum durch. Fangen wir bei Ihnen an. Ich konnte es nur irgendwie durch Import-Data. Okay, dann probieren wir es auch. Aber zumindest so funktioniert es. Ja, aber soll es das hier oben so sein? Wir können es mal hier oben zumachen. So, jetzt können Sie sehen, es ist hier aufgetaucht in dem Verzeichnis. Da oben steht enhance. Das haben Sie jetzt als Variable geladen. Sie können auch mal sehen, was der hier jetzt geschrieben hat. Wenn Sie mal, jetzt probieren wir es hier nochmal selber zu machen. Fangen Sie mal an zu tippen. Read CSV. Das war das mit dem Unterstrich, nicht das mit dem Punkt. Read Unterstrich CSV. Read, ist das ein Unterstrich? Ah ja, genau. Anführungszeichen. Schrägstrich. So. Ah, dann ist das bei Ihnen. Ach so, das ist ein. Bei Ihnen sollte das sein dann unter. Da ist es Users.
hätte dann alles schon gemacht, weil ich dachte, das ist die Aufgabe. Also. Aber ich habe das aus von Ihnen kopiert von der Webseite und das war ja jetzt so mehrzeilig. Aber wenn ich jetzt hier quasi auf Run gedrückt habe, dann wird ja trotzdem das Ganze ausgeführt. Ja. Wie funktioniert das? Also, warum? Weil der sieht, dass das Pfeiler ist und denkt sich, okay, das muss noch weitergehen. Ah, okay, also das ist quasi dieses hier. Wenn ich jetzt das nicht hätte, dann wird er das nicht. Genau. Okay. Meistens passiert es umgekehrt, dass er zu viel ausführt, weil man irgendwo einen Pfeil noch über hat, den man löschen wollte. So, bei Ihnen. Bei uns geht es irgendwie, also wir haben es hingekriegt, aber wenn wir keinen Schrägstrich gemacht haben und was komplett anderes geschrieben haben und das mit dem Tab funktioniert bei mir nicht. Schauen wir nochmal. Also, die haben hier ein Anführungszeichen. Read, CS, Haut, Tab. Ah, oh, das geht tatsächlich nicht. Bei mir wieder, also ich habe gleich einen Laptop irgendwie. Schrägstrich. Das ist sehr merkwürdig. Das müssen wir uns nach der Vorlesung mal anschauen. Eigentlich muss man ja hier einen Schrägstrich nachfinden. Also, das ist so, wenn Sie mit dem Schrägstrich anfangen, dann bedeutet das, Sie fangen im Wurzelverzeichnis an. Wenn Sie mit dem ohne Schrägstrich anfangen, dann bedeutet das, Sie fangen ab, wo immer Sie hier sind. Aber da ich nicht weiß, wo die Leute hier sind, habe ich es mit dem Schrägstrich erklärt. Sonst finden wir die Leute nicht. So, wer hat noch keine Tabelle geladen? Okay, gut, dann haben alle Leute die Tabelle, dann können wir uns die jetzt anschauen. So, hier ist meine Tabelle. Ich habe die jetzt hier eingelesen. Moment. So, wenn ich das jetzt hier so hinschreibe, dann erscheint die Tabelle hier unten auf meinem Bildschirm. Sehen Sie ja, da steht Reed and Haynes und dann steht die hier so. Das nutzt mir nicht so viel, wenn ich damit weiterarbeiten will. Deshalb weise ich die jetzt einer Variablen zu. Das ist hier vorhin schon mal passiert. Ich mache das einfach wieder raus. Wenn ich indem ich da hinten jetzt so einen Pfeil dran setze und sage Pfeil and Haynes. Das ist eine Variablenzuweisung, die weist jetzt diese Tabelle der Variablen zu. Und jetzt steht hier die Variable nHaynes. Und wenn ich da jetzt drauf, wenn ich die jetzt auswähle oder wenn ich hier einfach tippe nHaynes, dann steht die Tabelle hier. So, jetzt schauen wir uns diese Tabelle mal an. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit wir sie insgesamt sehen. Sie sehen, da steht jetzt hier eine Tabelle mit 8700 Zeilen, 6 Spalten. Und die ersten 10 Spalten werden angezeigt. Und wir sehen, das sind die 8.500 Probanden von dieser Erhebung. Jeder Proband hat eine Probandennummer bekommen, die Subject-ID. Und ich habe Ihnen jetzt von den Hunderten von Tabellenspalten, die in der Datenbank sind, habe ich Ihnen jetzt ein paar rausgesucht, nämlich das Geschlecht, das Alter, die Körpergröße, das Gewicht und die Ethnie. So. Und damit können wir jetzt ein bisschen rumspielen. Jetzt muss ich mal schauen, was hatte ich als erstes mir angeschaut. Kleinen Moment. So, genau. Das erste, was wir jetzt machen möchten, ist, dass wir den Body Mass Index hier bestimmen. Und das machen wir jetzt ein kleines bisschen anders, als wir das letzte Mal gemacht haben. Und zwar in Tidyverse macht man immer sogenannte Pipes. Obwohl, ich zeige es mal andersrum. Da kann man jetzt auf zwei Weisen anschreiben, dass wir den Body Mass Index berechnen wollen. Das ist, was ich Ihnen das letzte Mal gezeigt habe. Wir rechnen einfach mal aus, BMI Height, nein, fangen wir mal an mit Weight, das ist das Gewicht der Personen, dann kann ich mir nehmen BMI Dollar Height, so, und dann kann ich die durcheinander teilen. Und Sie wissen ja, in der Body Mass Index Formel, da soll man, ich hatte sie Ihnen hier nochmal hingeschrieben, wie die Formel lautet, da soll man nehmen das Körpergewicht in Kilogramm und das teilen durch die Körpergröße in Meter. Dummerweise habe ich allerdings die Körpergröße nicht in Meter, sondern in Zentimeter. Das kann ich aber leicht ändern, indem ich einfach sage, ich teile das durch 100 und jetzt habe ich die Körpergröße in Meter. Ich teile jetzt hier das Gewicht durch die Körpergröße durch 100. Hier muss ich das in Klammern schreiben und quadrieren. So, jetzt habe ich hier für jeden diese Formel hier, Gewicht durch Körpergröße in Quadratmeter, habe ich jetzt hier ausgerechnet. Und das kann ich jetzt zu einer neuen Tabellenspalte namens BMI machen. So,
Das ist die Methode, wie ich es Ihnen das letzte Mal gezeigt habe. In Tidyverse hat, das ist, wie es in R schon immer ging, und in Tidyverse wurde eine alternative Schreibweise eingeführt, die wir jetzt verwenden werden. Und die schaut so aus. Wir sagen, wir schreiben mutate enhance, BMI gleich weight durch height durch 100 Quadrat. Was sich jetzt hier geändert hat, ist, ich habe die Formel geschrieben, ohne immer enhance Dollar davor zu schreiben. Stattdessen habe ich, und ich habe hier so eine Ausnahmefunktion benutzt, die heißt mutate. Der gute Herr Wickham ist ein guter Data Scientist, aber ich glaube, von Biologie hat er keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, das Wort mutate zu verwenden, um zu sagen, eine Spalte der Tabelle abändern oder eine Tabelle hinzufügen. Das müssen Sie sich einfach merken. Tabellenspalten ändern oder hinzufügen heißt mutate in Tidyverse. Und wenn man das dann ausführt, dann wird die Tabelle abgeändert, sodass sie jetzt die zusätzliche Spalte BMI hat. Und auf die Weise kriege ich jetzt hier diese zusätzliche Spalte. Und was ich jetzt zum Beispiel machen könnte, ist, könnte jetzt als nächstes mir, wollen wir jetzt mal herausfinden, wie viele Leute sind hier übergewichtig. Sie wissen, der Body Mass Index, das ist irgendwie so eine grobe Form, um also das Gewicht zuerst zu sehen, ob das Gewicht zur Körpergröße passt. Und da hat die Weltgesundheitsorganisation so Faustregeln vorgeschlagen. Leute mit einem BMI unter 18,5 gelten als untergewichtig. 18,5 bis 25 gilt als gesund. 25 bis 30 gilt als übergewichtig. Und ab 30 gilt man als adipös, das heißt krankhaft übergewichtig. Jetzt wollen wir mal sehen, wie viele Leute über 25 hier sind. Das Erste, was uns hier auffällt, ist das Körpergewicht. Der BMI macht nur Sinn für Erwachsene. Kinder wachsen und das ist ganz normal, dass der BMI schwankt. Das heißt, wir sollten erst einmal diese Sache hier, diese Tabelle reduzieren auf nur die Zeilen, die, auf nur die Tabellenspalten, die Erwachsene sind. Dazu kann ich, die benutze ich ein anderes Tidyverse-Verb, das heißt Filter. Und ein Filterkriterium ist, das Alter soll mindestens 18 sein. Und Sie sehen hier, mit Filter wird das jetzt reduziert auf die Sachen hier. Aber ich würde gern beide Sachen zusammen machen. Und jetzt kommt der eigentliche Trick an Tidyverse, die sogenannten Pipelines. Diesen Befehl hier, den kann ich auch so schreiben. Halt, ich schreibe das mal so in, ich sage hier nochmal, oder diesen Befehl hier, den kann ich auch so schreiben, dass ich das erste Argument vorne rausnehme und davor setze. Das macht jetzt, das ist jetzt bloß ein kosmetischer Unterschied. Ich kann, es gibt hier diesen neuen Pfeil, den Sie sich jetzt merken müssen, ein Prozentzeichen, ein Größerzeichen, ein Prozentzeichen, den nennen wir den Piping-Pfeil, im Unterschied zum Zuweisungspfeil. Sie erinnern sich, das hier ist der Zuweisungspfeil, mit dem weisen wir einer Variable zu. Das hier ist der Piping-Pfeil. Mit dem nehmen wir ein Argument und schieben es in die nächste Funktion rein. Und Sie sehen, was der macht. Der nimmt den Begriff, das, was vorne dran steht, und schiebt es hier als erstes Argument da rein. Das heißt, das, was hier steht, ist eigentlich das zweite Argument. Und R denkt sich, dass dieses Enhance da drin ist. Und der Zweck der Sache ist, jetzt kann ich das wunderbar zusammenschieben mit diesem Filter, indem ich das so schreibe. Was jetzt hier passiert ist, der nimmt die Enhance-Tabelle und schiebt die jetzt hier zu dem Mutate-Befehl hinzu. Der Mutate-Befehl fügt eine Spalte hinzu. Sie sehen, das hier war einfach Enhance. Das hier ist Enhance plus das Mutate und ich kriege hier die extra Spalte BMI. Und das hier ist Enhance plus das Mutate plus das Filter und ich kriege jetzt nur noch die 18-Jährigen und meine extra Spalte. Und auf die Weise kann ich also so eine Pipeline, so eine Kette von Tabellenmanipulationen machen. Und in jedem Schritt ändere ich irgendwas. In dem einen Schritt füge ich eine Spalte hinzu, im nächsten Schritt schmeiße ich Zeilen raus. Und was ich für eine Manipulation gemacht habe, das wird bestimmt durch diese sogenannte, dieses, Wickham nennt das ein Tidyverse-Verb.
Dieses Verb sagt uns, was wir mit der Tabelle machen sollen. So ein Tidyverse-Verb, das nimmt immer ein Tabellenobjekt und ändert es und spuckt eine veränderte Tabelle aus. Also in dem Fall mutate ist ein Verb, das eine Spalte hinzufügt. Und filter ist ein Verb, das Zeilen entfernt. Und wenn wir das zusammen machen, dann kriegen wir jetzt hier dieses Filterkriterium. Ich schreibe das immer gerne so, dass ich jeden Schritt in eine eigene Zeile setze, dass das Ganze übersichtlicher wird. So. Aber ist natürlich immer noch dasselbe. Sie sehen schon, wenn ich jetzt hier Steuerung Enter drücke, dann merkt R automatisch, dass dieses Mal nicht nur eine Zeile ausführen soll, sondern drei Zeilen, weil die Zeilen ja verbunden sind durch die Pfeile. R führt das hier aus, sieht den Pfeil und ich drücke also jetzt hier Steuerung Enter und er gibt mir hier dieses Ding aus. So, was wir jetzt hier sehen ist, wenn Sie mal schauen, der zeigt mir jetzt hier an, dass meine Tibble insgesamt 5533 erwachsene Menschen hat. Ja, das ist eine Frage. Einmal ausgestreckt. Also, der zeigt mir an, dass wir 5533 erwachsene Menschen haben. Und jetzt frage ich mich, wie viele von diesen 5533 erwachsenen Menschen sind übergewichtig? Das mache ich einfach so, indem ich noch einen Filter hinzufüge und diesmal frage, wie viele haben ein BMI über 25? Und Sie sehen, jetzt habe ich nur noch 3.952, also jetzt habe ich 3.952 und vorher hatte ich 5.533. Und wir stellen fest, 71% der Probanden oder 71% der erwachsenen Probanden sind übergewichtig. Jetzt möchte ich, dass Sie das alles mal selber probieren und herausrechnen, wie viel Prozent der Frauen sind übergewichtig und wie viel Prozent der Männer. Das machen Sie, indem Sie zunächst einmal ausrechnen, wie viele Frauen gibt es insgesamt und dann fragen, wie viele von denen sind übergewichtig. Und Sie sehen schon, was wir dafür machen müssen. Zwischen dem Filter für die Erwachsenen und dem Filter für den Body Mass Index müssen wir einen weiteren Filter einfügen, der fragt, ob die Spalte Gender den Wert Female hat. Und um die Spalte und um das zu vergleichen, schreiben Sie Filter Gender ist gleich Female. Aber denken Sie daran, das Wort Female, weil das ein Wort ist, muss in Anführungszeichen sein. Sonst denkt er, wir meinen eine Variable mit namens Female. Und zum Vergleichen müssen wir Doppel-Ist-Gleichzeichen machen. Machen Sie das mal, um auf diese Weise durchzuzählen, wie viele erwachsene Frauen sind in der Tabelle und wie viele davon haben ein BMI größer als 25. So, das probieren wir mal alle zusammen. So, wo hängt es bei Ihnen? BMI not found. Das ist jetzt nicht Teil eines, der Filterbefehl muss eine Tabelle hineingeschoben werden mit dem Pfeil. Jetzt schauen wir mal, machen wir mal, dass das Ding hier so groß ist, dass wir das auch sehen. Also deshalb hat es jetzt hier in diesem Ding funktioniert. Weil Sie haben das Enhance genommen, Sie haben es mutiert und dann zu Filter geschoben. Wichtig ist allerdings, dass Mutate fügt die Spalte hinzu, aber speichert das nicht zurück in Enhance. Enhance bleibt immer die Tabelle, wie Sie sie geladen haben. Und damit schiebt er das dann erst, und so schiebt er das von einem Schritt zum anderen weiter. Das heißt, man muss die Pipeline immer in einem Stück machen. Deshalb habe ich mir die da oben hingeschrieben, sodass ich die immer als Ganzes ausführen kann.
Plus da? Wo steht ein Plus? Ach so, das ist von oben, schreiben Sie oben ab. Ich muss mal meinen Mauscursor wegschieben, sieht man das besser. Das Plus macht er immer, wenn Sie weitere Dateien einbinden. Ich schaue jetzt mal hier oben. Ja. Aufgeschrieben. Ja. Okay, zeigen Sie nochmal. Warten wir mal. Ja. Sehen wir mal den Laptop eben. Ich sehe leider auf die Entfernung nichts. Also. Größe gleich 18. Also führen wir es nochmal aus. So. Und toll, Enter. So, jetzt kriegen Sie hier eine Tabelle. Ja, das ist genau die gleiche, schon die ganze Zeit. Dann schauen wir mal, ist das wirklich die gleiche? Wenn Sie sich die erste Tabelle anschauen, führen wir mal nur den ersten Teil aus. Das ist die Tabelle ohne BMI. Ach so. Haben Sie denn das BMI da schon wieder? Ach so, Sie haben ja das da oben ausgeführt, da haben wir den BMI schon dabei. Was Sie ja durch die Filter ändern. Das Mutate führt eine Tabellenspalte hinzu. Das haben Sie eigentlich da oben schon mal abgeschrieben. Und das Filter schmeißt ja nur Zeilen raus. Das heißt, Sie müssen einfach nur sehen, dass die Tabelle kürzer geworden ist durch die Filters. So zeigt denn der bei Ihnen eigentlich? Sie haben die hier mit dem Unterstrich geladen. Ersetzen wir das mal durch einen Unterstrich. Dann ist nämlich... Das ist jetzt kein Unterstrich. Tippen Sie mal einen Unterstrich. Und ausführen. So, jetzt probieren Sie das da unten nochmal. Das hier? Nein, das drunter. Das hier? Also. Das hier. So. Ah. Der hat weil sie mit dem Punkt hat er nicht Tidyverse verwendet, sondern das alte R. Und das alte R sagt, da sieht man so schlecht, dass die Tabelle kürzer geworden ist. Dann sehen Sie den Unterschied nicht. Ja, der denkt, dass sie eine Variable namens Female meinen. Sie meinen aber das Wort Female. Ja, und nicht eine, in Anführungszeichen. Genau. So, wer hat ein Ergebnis? Die anderen noch nicht. Sie haben noch kein Ergebnis. Also ich fasse mal schnell zusammen, was ich jetzt hier an Fragen gerade bekommen habe, für den Fall, dass da noch mehr Leute drüber gestolpert sind. Zunächst, hier oben, wenn ich diesen Befehl ausführe, achten Sie darauf, dass hier ein Unterstrich ist. Es gibt nämlich zwei Read-CSV-Befehle, blöderweise. Und Sie können sich gleich schon mal merken, die Befehle aus dem alten R haben meistens Punkte und die aus Tidyverse haben Unterstriche. Also von vielen Befehlen gibt es zwei Versionen, eine altmodische und eine Tidyverse-Version. Wir nehmen die mit dem Unterstrich. Wenn bei Ihnen ein Punkt steht, dann funktioniert das alles nur so halb. Also ich führe das jetzt nochmal aus, dann habe ich jetzt hier wieder meine Tabelle und noch die Tabelle ohne die BMI-Spalte. Dann entferne ich das jetzt hier mal kurz, dann das überspringe ich jetzt mal und jetzt kann ich mir hier diese Filterkette hier anschauen und Sie sehen, diese Filterkette, die kann ich jetzt... Um zu verstehen, was da passiert, kann ich die Schritt für Schritt ausführen. Ich fange mal an und führe nur Enhance aus. Dann sehe ich hier meine Tabelle mit 8.500 Zeilen und 6 Spalten. Dann führe ich jetzt mal aus Enhance und den ersten Schritt. Ich markiere also mit meiner Maus alles bis hierhin ohne diesen Pfeil und drücke STRG Enter.
Jetzt kann ich sehen, was der erste Schritt macht. Was hat sich geändert? Die Spalte BMI wurde hinzugefügt. Dann kommt als nächstes der zweite Schritt, das Filtering. Scheint sich zuerst gar nichts verändert zu haben. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, vorher waren es 8700 Zeilen. Jetzt sind es nur noch 5500 Zeilen. Und dann kann ich jetzt noch die dritte Spaltzeile hinzufügen. Und jetzt kriege ich das vollständige Ding mit den 3900 Zeilen. Und damit kann ich jetzt diese beiden Zahlen durcheinander teilen. Nachher werden wir noch lernen, wie wir das machen, dass wir die Zahl hier nicht abtippen müssen, sondern dass wir es automatisch lesen. Aber für den Moment reicht uns das erst einmal, dass wir hier sehen, dass wir auf die Weise Mutate und Filter verwenden. Und wir werden im Laufe des Kurses ganz oft längere solche Pipelines bauen, wo wir immer mit Mutate und Filter und noch ein paar weiteren Verben, die wir in der nächsten Vorlesung lernen werden, die Tabelle immer massieren und umformen, bis wir das haben, was wir brauchen. So, wer weiß jetzt, was müssen wir jetzt hier noch ändern, um jetzt unsere Frage zu beantworten? Ja. Genau, und wo fügen wir den Geschlechtsfilter ein? Genau, ich füge ihn am besten hier ein. Ich mache einen Filter und wie filter ich jetzt nach Geschlecht? Ich muss mir den Spaltennamen der entsprechenden Tabelle suchen und der Spaltenname heißt Gender. Und dann muss ich es nach Geschlecht filtern, Female. Und ich möchte, dass die beiden Dinger gleich sind. Und dafür schreibe ich, das Doppel ist gleich. Denken Sie daran, es ist ein Doppelt ist gleich. Sie sehen hier, das Einfache ist gleich dient dazu, irgendwas zuzuweisen. Das Doppel ist gleich dient dazu, zu sagen, dass es gleich ist. Aber jetzt bemerken wir noch was hier. Das sieht so ähnlich aus. Gender und Female. Woher weiß R, dass Gender ein Spaltenname ist und Female ein Wert ist? Das weiß R daher, dass wir Female in Anführungszeichen schreiben. Und jetzt darf ich nicht vergessen, hier noch den Pfeil dran zu machen, damit das auch weitergeht. So, und jetzt kann ich hier also lesen und stelle also fest, wir haben insgesamt 2011 übergewichtige Frauen. Und wenn ich jetzt den letzten Schritt, Filterschritt weglasse, um zu sehen, wie viele Frauen es insgesamt sind, dann sind es 2851. So, das ist jetzt ganz wichtig, dass Sie das ein bisschen üben und alles der Reihe nach auch so hinbekommen. Und ganz entscheidend ist, dass Sie sich diese Methode angewöhnen, so eine längere Pipeline Schritt für Schritt durchzuführen. Deshalb führe ich es nochmal vor. Ich kann hier, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und mit meinen Cursor-Tasten rumlaufe, dann kann ich hier so eine Markierung hinterlassen. Und das macht es ganz bequem für mich, hier zum Beispiel die erste Zeile zu markieren. Und ich drücke Steuerung Enter und dann wird genau diese erste Zeile hier ausgeführt. Und ich sehe, womit ich anfange. Und jetzt will ich sehen, was passiert nach dem ersten Pipeline-Schritt. Und dazu markiere ich alles bis zum Ende der zweiten Zeile, aber natürlich ohne den Pfeil am Ende. Wenn ich den Pfeil am Ende mitmarkiere, dann würde R hier mir mittendrin aufhören und sagen, ich denke, das müsste noch weitergehen. Das zeigt er mir durch dieses Plus an, weil der Pfeil mir sagt, da kommt noch was. Das will ich nicht, deshalb drücke ich jetzt die Escape-Taste, die hier links oben, und probiere es nochmal. Markiere alles ohne den Pfeil. Hier. Und sehe jetzt, das ist nach dem zweiten Schritt. Das ist nach dem dritten Schritt. Das ist nach dem vierten Schritt und so weiter. Und wenn Sie also die Vorlesung nachbearbeiten und irgendwelche solche langen Pipelines in meinem Code sehen, dann machen Sie das immer so, dass Sie das sich Schritt für Schritt ausführen und bei jedem Schritt sich das Ergebnis anschauen und sich überlegen, was hat sich geändert. Wenn da ein Filterbefehl ist, schauen Sie sich an, wie viele Zeilen sind verschwunden. Wenn da ein Mutate-Verb ist, schauen Sie, welche Tabellenspalte wurde hinzugefügt. Und auf die Weise können Sie so einen langen Code Schritt für Schritt verstehen. So, das Letzte, was ich Ihnen jetzt noch zeigen wollte, bevor die Stunde über ist, also hier habe ich Ihnen das nochmal zusammengeschrieben, eine Sache müssen wir noch machen. Sie haben vielleicht bemerkt, wenn ich jetzt hier diese Enhance-Tabelle ausführe, dann hat die keine BMI-Spalte. Wenn ich jetzt dieses Mutate mache, dann hat die wieder eine BMI-Spalte, aber das wird nicht gespeichert.
Das nächste Mal, wenn ich mir Enhance anschaue, ist die Spalte wieder weg. Wie speichere ich das? Das zeige ich Ihnen jetzt noch als letztes. So zum Beispiel. Hier habe ich ja jetzt alle erwachsenen Enhance-Leute. Machen wir so. So, und das ist jetzt die Spalte von nur den Erwachsenen und die möchte ich mir jetzt speichern. Und deshalb mache ich jetzt so den anderen Pfeil wieder, den wir vorher schon verwendet haben, den Variablenzuweisungspfeil und gebe eine neue Variable, Enhance Adults. So, also Sie sehen, dieser Pfeil bedeutet, schiebe weiter zum nächsten Kommando und dieser Pfeil bedeutet, schreib das in eine Variable. Wenn ich das jetzt ausführe, dann wird hier auf meinem Bildschirm gar nichts angezeigt, stattdessen wird es hier gespeichert. Das ist wichtig, wenn ich es in eine Variable schreibe, sehe ich es nicht mehr auf dem Bildschirm. Wenn ich es sehen will, muss ich die Variable nehmen, eintippen, hier Namen eintippen und dann sehe ich die Ausgabe. Das ist jetzt unsere Enhance Adults. So, was können wir jetzt noch mit so einer Tabelle machen? So eine Tabelle ist ja recht unübersichtlich. Die hat 5000 Zeilen, das können wir uns gar nicht anschauen. Und logischerweise, was man üblicherweise macht, ist die Dinger grafisch darzustellen. Und das zeige ich Ihnen jetzt noch, wie das geht. Und Sie sehen schon, manchmal ist das einfach ein Schema, das man sich merken muss. Für diese Tidyverse Pipelines muss man sich merken, man verbindet die Dinger immer mit den Pfeilen. Und fürs Grafik muss man sich merken, man nimmt die Tabelle, die wir haben, schiebt die in die Funktion ggplot, das ist die Plotting-Funktion. Und dann, die Plotting-Funktion hat die komische Eigenschaft, dass man da zusätzliche Angaben mit Plus dran macht. Zum Beispiel kann ich sagen, Geom-Histogramm. Und dann zeigt er mir das hier an. Und hier in dem ggplot, das ist auch sowas, das schaut immer so aus. ggplot AES, da steht immer AES, nie irgendwas anderes. Das steht für Aesthetics, was irgendwie eine etwas komische Aussage ist, aber das muss man sich einfach so merken. ggplot, Klammer auf, AES, Klammer auf. Und da kann man dann reinschreiben, was die Achsen sind. Also ich will jetzt ein Histogramm hier zeichnen und dazu muss ich ihm sagen, welche Tabellenspalte soll auf dem Histogramm erscheinen. Und da sage ich die BMI-Spalte bitte. Mache ich mal. Und Sie sehen, jetzt bekomme ich hier ein Histogramm, wo die X-Achse ist BMI. Das ist also das allgemeine Form eines Plotting-Befehls. Man nimmt eine Tabelle, dann macht man ein Pfeil. Nach dem Pfeil schreibt man ggplot AES und in den Klammern schreibt man, welche Achse von welcher Spalte genommen werden soll. In dem Fall X-Achse von der BMI-Spalte. Und dann sagt man, welche Art von Plot wir haben wollen. Geom-Histogramm. Und wenn ich das so mache, dann bekomme ich das jetzt hier. Man kann auch andere Plots machen. Zum Beispiel gibt es auch den Geom-Point-Plot. Da wird jede Zeile durch einen Punkt dargestellt. Und der Punkt hat natürlich eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate. Ich mache das mal folgendermaßen. Ich sage, die X-Koordinate soll Age sein und die Y-Koordinate soll Height sein. Wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich diesen Plot hier, wo hier auf der X-Achse steht das Alter und auf der Y-Achse steht die Größe. Und jeder Punkt stellt jetzt eine Person dar. Das mache ich vielleicht nicht mit den Adults, sondern nehme ich jetzt die Kinder mit rein, damit auch ein bisschen was Interessantes passt auf den Plot. Und hier sehen wir, wie die Kinder wachsen, 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 bis sie alle hier mit so 16, 17 Jahren erwachsen sind. Und in so einem Ding hat man neben X und Y hat man noch eine Vielzahl anderer Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel Color equals Gender. Ich sage, nimm die Farbe der Punkte aus der Gender-Spalte. Und wenn ich das mache, dann kriege ich rote und blaue Punkte. Rot für Female, blau für Male. Dass er sich da so schön an die Babyfarben orientiert hat, ist Zufall. Er nimmt immer für das alphabetisch erste Rot und für das alphabetisch zweite Blau. So, und ich kann auch andere Verzierungen machen, zum Beispiel kann ich ihm noch sagen, die Punkte sind mir zu groß, ich will kleinere Punkte. Das ist also jetzt, Sie sehen hier, wenn Sie diese beiden Sachen vergleichen, dann sehen Sie das allgemeine Form eines Plotting-Befehls. Wir nehmen eine Tabelle, dann kommt ein Pfeil, dann kommt das ggplot zusammen mit dem AES. In dem ggplot AES ist die Zuweisung der Spaltennamen zu den verschiedenen Plot-Parametern x, y, color. Dann kommt ein Plus und dann kommt eine Spezifikation, welches Histogramm
welche Art von Plot wir haben wollen. Histogramm oder Alter oder Scatterplot. Und innen drin kann ich immer irgendwas angeben. Beim Histogramm zum Beispiel könnte die Frage sein, wie viele von diesen Balken will ich denn haben? Will ich 100 verschiedene Balken haben? Oder will ich zum Beispiel nur 10 Balken haben? Und wenn Sie auf die Hilfeseite von Geom Histogramm sehen, dann erklärt er Ihnen, was man da alles so angeben kann. Anzahl der Bins und Ähnliches. So. Jetzt sind wir leider nicht ganz so weit gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir können trotzdem mal kurz schauen, wie es mit den, was wir hier mit den Hausaufgaben haben. Hier habe ich also Ihnen den Plot gezeigt. Und Sie können sich vielleicht zu Hause nochmal hier den Code anzeigen, den ich Ihnen gezeigt habe. Da habe ich nämlich hier noch ein bisschen was verbessert. Das ist der Code, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und hier habe ich noch zwei weitere Sachen mit Plus angefügt. Und da können Sie sich zu Hause mal anschauen, was das bewirkt. Das Facet Grid, sehen Sie ja hier, bewirkt, dass die Sache nach Gender aufgespalten wird in Female und Male. Und Scale X Continuous können Sie auch schauen, was das weglässt. Hier ist das Streudiagramm, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und jetzt hier habe ich also gesagt, experimentieren Sie mal ein bisschen. Die erste Sache, die Sie machen können, wenn Sie sich dieses Histogramm hier anschauen, wo die Frauen und die Männer getrennt geplottet sind, ist eine offensichtliche Frage, was sehen wir denn jetzt an Unterschieden zwischen Frauen und Männern? Was würden Sie als Epidemiologe, der sich für die Volksgesundheit interessiert, aus diesen beiden Plots fragen über die Unterschiede in der Gesundheit von Männern und Frauen, zumindest soweit Übergewicht beschäftigt. Schauen Sie sich diesen Plot mal an und versuchen Sie zu sagen, was Sie da jetzt für zwischen den beiden Geschlechtern an Unterschieden sehen. Was haben wir noch als Hausaufgabe? Mit diesem Facet Grid, das habe ich hier hinzugefügt. Und hier habe ich es weggelassen, dass wir mal sehen, was das bewirkt. Das ist klar, das spaltet das auf nach Dingern. Was macht dieses Scale X Continuous? Da können Sie einfach mal rumprobieren. Sie können mal probieren, was passiert mit den verschiedenen Bins. Das ist vielleicht etwas, was Sie auch mal versuchen können. Sie werden vielleicht gemerkt haben, der sagt immer hier, Warning Message, removed 99 rows. Das heißt, 99 Zeilen unserer Tabelle wurden nicht in das Diagramm übernommen. Warum? Was ist falsch mit den 99 Zeilen? Ich erzähle es Ihnen nächste Woche, aber versuchen Sie mal selber herauszufinden, ob Sie herausfinden, warum da 99 Zeilen nicht da sind. Wenn Sie es nicht herausfinden, suchen Sie sich mir eine Person raus, nämlich die Person 93935. Das ist eine von den Personen, die rausgeschmissen wurden. Wenn Sie die in der Tabelle finden, werden Sie recht schnell sehen, wo das Problem ist. Ah, und hier habe ich nochmal die Mörders-Tabelle vom Dienstag genommen und habe die mal geplottet. Und zwar habe ich die hier so geplottet. Auf der X-Achse habe ich die Einwohnerzahl gesetzt von den entsprechenden Staaten. Also zum Beispiel hier in New Mexico hat, weiß ich nicht, 2 Millionen Einwohner und die Mörderrate pro 100.000 Einwohner ist 3, irgendwas. Und Sie können mal versuchen, diesen Plot selber nachzubauen. Und damit es nicht so schwierig ist, versuchen Sie erst dieses einfache Streudiagramm. Sie sehen, das ist ein einfaches Streudiagramm, das ist genauso gemacht wie dieses Diagramm hier. Mit einer X-Achse, einer Y-Achse und einer Farbzugabe. Die X-Achse ist die Population, die Y-Achse sind die Leute pro 100.000 und die Farbe, das ist die Region. Und wenn Sie so weit gekommen sind, dass Sie die Mördertabelle aus der letzten, vom Dienstag nochmal ziehen und daraus dieses Plot gemacht haben, dann haben Sie schon das Wesentliche kapiert. Und um jetzt zu zeigen, dass Sie so weit gekommen sind, nehmen Sie dann bitte die Tabelle und laden Sie sie auf Moodle hoch. Da mache ich nachher dann noch einen Bereich, wo ich sage, hier bitte Hausaufgabe hochladen. Wenn Sie dagegen jetzt etwas ambitioniert sind, dann versuchen Sie das Ding noch etwas zu verschönern, weil Sie sehen ja schon, ich weiß gar nicht, welcher Staat das ist. Es wäre schön, wenn da jetzt statt dem Punkt stünde, welcher Staat das ist, so wie ich das hier gemacht habe. Und hier habe ich also dann erklärt, wie ich diesen Plot hier in den da verwandelt habe. Und mit den Tipps kriegen Sie das vielleicht auch selber hoch. Und schauen Sie mal, wie weit Sie damit kommen und laden Sie das dann auf Moodle hoch, sodass ich mir dann Montag durchschauen kann und sehe, wie gut Sie mit der Sache zurechtkommen. Dass Sie das auf Moodle hochladen, machen Sie bitte aus zwei Gründen. Zum einen, damit ich sehe, wie weit Sie alle kommen und ob das jetzt schwierig oder leicht war.
Zum anderen allerdings auch, dass ich zählen kann, wie viele Leute hier aktiv mitmachen. Ich habe es angekündigt, die Hausaufgaben sind verpflichtend. Wenn Sie zu oft nichts hochgeladen haben, dann werden Sie am Schluss nicht zugelassen zu unserer Abschlussklausur oder Abschlussarbeit. Also machen Sie es bitte. Und erzählen Sie denjenigen, die jetzt heute nicht in der Vorlesung waren, wenn Sie die sehen, dass Sie es bitte auch machen sollen. Okay. Sonstige Sachen, ach ja, und wenn Sie Fragen zu der Sache haben, wir machen noch einen, ich setze auf das Moodle auch so ein Forum, da können Sie dann Fragen eintippen und dann einer von uns dreien wird das beantworten. Sie haben noch eine Frage oder Sie warten auf ihn? Okay, gut, dann würde ich sagen, sollten wir vielleicht den Hörsaal räumen, ich glaube, die Mediziner stehen wahrscheinlich schon draußen und wollen irgendwas hören über Mikroanatomie.